Schwarms ist in der Zeit sehr stark verliert. Also richtig zugeschnurrt, also man sieht so richtig schön die Rundungen mancher Herren, wenn man sie hat. Und werden dann vorne mittels Nestbeschneidung gefunden. Das Ganze ist ein, in dem Fall schon ein etwas höherstehendes Gewand, also es ist schon sehr eng. Also der Herr, der was zu arbeiten hat, hat dann nach wie vor sowas an, weil damit kann er sich bewegen. Wir haben hier ein Beispiel der österreichischen Mode, ist ein bisschen anders als in Deutschland. Darüber trägt er eine, was noch zu erwähnen ist, also das Wams ist mit Leinen gefüttert, damit es ein bisschen fester ist, damit man es eben, weil man so sehr auf die Taille und auf die Figur trägt, damit es aber ein bisschen mehr Festigkeit hat. Zu den Verschlüssen kann man sagen, wenn in der Zeit noch sehr viele Knöpfe sind, hören die dann schon Mitte des 15. Jahrhunderts auf, also es ist nicht mehr en vogue, sehr viele Knöpfe zu tragen. Man hat in erster Linie Nestbeschnüre. Entweder so, dass sie so pärchenweise angeordnet sind, oder man kann es auch komplett durchschnüren. Knöpfe tauchen nur mehr ab und zu auf, meistens unten an den anderen Armen. Drüber trägt er, wie gesagt, einen Mantel, der ist in dem Fall ebenfalls mit Wolle gefüttert, ist nur auf einer Seite, also auf einer Seite zu, auf der anderen Seite ist er offen. Die Beine, die Füße, also die Hosen haben unten noch angenähte Feinlinge, also die sind in einem dran. Also man hat keine Socke dazu gehen. Die Damen, die auch nach wie vor im 15. Jahrhundert Strümpfe tragen, mit Riemchen. Ich habe jetzt kein Knie gezeigt. Bei den Schuhen tauchen entweder Halbschuhe auf oder Halbschuhe oder Stiefel, je nachdem, was der Herr zu tun hat. Kopfbedeckungen sind im 15. Jahrhundert sehr weit. Was man Ende 15. nicht mehr trägt oder nicht mehr sehr häufig kriegt, sind Grundfarben, was der erste Herr zum Beispiel auch hat. Also in dem Moment, wo die Grundformen schon sehr reichhaltig werden, trägt man das im 15. Ende 15. Jahrhundert. Zum 16. Jahrhundert dann schon der Übergang von einem geteilten Oberteil und einem Rock, wie wir es wie gesagt schon im 16. haben. Hier habe ich eine Taillennaht. Die Schnürung geht dann zwar noch durch bis unter die Taillennaht, aber im Grunde genommen habe ich hier schon eine angesetzte Taille. Ich habe einen Viertelschnitt, also mein Schnitt ist aus vier Teilen zusammengesetzt. Dadurch kann ich es besonders eng und figurbetonend schneiden. Auch hier ist bei den Herren zu der Zeit alles sehr eng, sehr figurbetont. Ich habe auch meine Weite deshalb nicht durchqueren, sondern weil ich oben unter der Taille Falten eingelegt habe. Unterkleidung hat sich nicht geändert zu den früheren Jahrhunderten, aber ich trage nach wie vor noch ein einfaches Unterkleid aus Leinen. Hier habe ich noch eine Spezialität. Wenn ich arbeiten muss, kann ich mir diese Ärmel haben. In dem Fall sind sie mit einer Nadel fixiert. Man kann sie auch mit einem Nestloch und einer Nestenschnur befestigen. Also ich habe hier sozusagen die Arbeitskleidung, wo ich ein bisschen mehr
mir auch die Ärmel hochkrempeln kann und wenn ich auch schön unterwegs bin, kann ich mir diese zusätzlichen Ärmel nehmen. Das ist natürlich auch der Vorteil, ich kann mal modisch ein bisschen wechseln, kann mir Farben nehmen, ich kann auch ein besonderes Material nehmen. Begehrt zu der Zeit auch unter Handwerkern war in der 15. Jahrhundert in Wien Ärmel aus Samt oder sogar aus Seide. Darüber frage ich, ziehe ich jetzt nicht an, das ist kompliziert, ich nenne es Mantelkleid, ich weiß nicht, ob es dafür eine Bezeichnung gibt, das trage ich drüber, über das Kleid, wenn ich hinausgehe, wenn es draußen kalt oder nass ist, aus Wolle und in dem Fall auch mit Wolle gefüttert, und dazu oben, wie in alle Jahrhunderte durch, eine Dame, die nicht ohne Kopf oder aus der Haus oder ohne Auge, wenn ich rausgehe, habe ich auch einen Gürtel, in der ich eine Tasche dran habe, wo ich meine wichtigsten Utensilien drin habe. Also bei mir ist es ein bisschen Geld habe ich gesteckt. Meistens hat man noch einen Schlüsselarm auch noch dranhängen. Das ist ganz klar für man das brauchen. So, wurde genommen, fertig. Der Arm und das Herz. Gut, danke.